Ja, also meine ersten Kontakte zum Theater sind in den 70er Jahren gewesen, beim Dr. Wolfgang Zörner. Er war hier Direktor vom Theater und ich durfte hier für die Statisterie mitwirken. Wir hatten eine ganz lustige Truppe in dieser Statisterie, sehr kollegial und wirklich ein gutes Verhältnis zueinander. Der Bezug zum Theater war dann natürlich so tief, ja, dass wir nachher dann uns sofort entschieden haben, da müssen wir ein Abonnement lösen in dem Theater, da müssen wir mehr gehen und halt, ja, Spass haben und auch die ganze Institution unterstützen. Ich schaue natürlich immer speziell, ich schaue es vielleicht ein bisschen anders an, ich schaue immer ein bisschen zum Inspizienten über dort auf der rechten Seite. Ich schaue auch, wie das Verhalten ist, wie der Chor, wie sich der Chor verhält. Die singen auch gerne, ich auch in verschiedenen Chören gesungen. Und natürlich die ganze Statisterie, wie verhalten sich die Leute, wie bewegen sich die auf der Bühne. Und einfach das Gesamterlebnis mit dem Orchester, wo ja, wir haben ja ein geniales Orchester hier in St. Gallen, hervorragend. Das ist einfach ein Gesamterlebnis, das für uns jetzt einfach stimmt und das wir einfach brauchen. Ich finde das architektonisch, das ganze Haus, finde ich, sensationell schön gemacht. Wunderbar jetzt auch mit dieser Ergänzung und so. Wie die Innenausstattung aussieht, kann ich noch nicht sagen. Bin sehr gespannt. Und einfach wieder in dem alten Stammhaus sein, wo ich vor 50 Jahren selber tätig war als kleiner Statist.